Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Weiter geht es hier in der 6-Lichter-Halle von Hollow Bastion, wo wir jetzt nun vorhaben, das letzte Schlüsselloch zu versiegeln. Hinter diesem Portal ist es zu finden, doch zuvor haben wir erstmal noch ein kleines Hindernis aus dem Weg zu räumen. Naja, von wegen klein ist es ehrlich gesagt sogar ziemlich groß, aber nicht unbedingt gerade sehr hinderlich, würde ich mal behaupten. Ja, und da ist auch schon der Behemoth. Ja, um den müssen wir uns ja erstmal kümmern, bevor wir das Schlüsselloch versiegeln können. Ja, aber das sollte eigentlich keine allzu große Sache sein. Also, die einzige Schwachstelle, die er zwar hat, ist zwar dieses rote Horn hier auf seiner Stirn. Aber dieses kann man eigentlich recht schnell runterklöppeln. Aber kann man ja mal sehen. Also, wie viel Damage wir hier schon machen, ist ja schon Wahnsinn. Okay, und da kommt er jetzt erstmal hier mit an. Und ja, da hat er mich hier mit seinen Blitzen erwischt. Mann, er trifft mich auch jedes Mal damit. Aus irgendeinem Grund schaffe ich das eigentlich so gut wie nie, dem auszuweichen. Jetzt habe ich schon langsam so daran Zweifel, ob das überhaupt möglich ist. Na, wie auch immer. Gut, kommen wir den erstmal hier weiter zu Klump. Ich sollte mich mal ein bisschen hochheilen, denn sonst könnte es ja gut passieren, dass ich so einen harten Schlag abkriege, dass ich doch hier sterbe. Okay, und wo ist er jetzt? Ach, hier. Gut, er ist wieder mit dem Kopf unten, dann kann ich ja weiter so schlagen. Okay, dann hört er wieder auf und ich hab's schon wieder nicht geschafft. Mann! Was muss ein Mann tun, damit er hier endlich einem Blitzangriff ausweichen kann? Also im Ernst. Das verstehe ich nicht. Boah, okay, und da ist er erstmal weggejumpt. Oh Mann, jetzt hör doch mal endlich auf hier. Behalt doch mal den Kopf bitte oben. Im Ernst, ist das zu viel verlangt? So, jetzt haben wir dich aber. Stirb! Und wir kriegen sogar dafür ein paar AP-Boni. Nicht nur wir, sogar Donald natürlich auch. Und einen Omega-Dot erhalten wir. Oh, nett. Now let's go and seal that big keyhole. Sora, you did it. Was macht ihr denn hier? Wir sind mit Zits Schiff hierher gekommen. Hier haben wir als Kinder gelebt. Wir wollten es einmal wiedersehen. Der Zustand ist schlimmer, als ich dachte. Es war früher so friedlich hier. Keine Angst. Wenn wir Anzen besiegen, wird alles wieder so wie früher. Auch deine Insel. Wirklich? Aber das bedeutet auch Abschied nehmen. Wenn die Welten wiederhergestellt sind, werden sie wieder voneinander getrennt sein. Jeder kehrt dann wieder dahin zurück, woher er kam. Dann besuche ich euch mit dem Gummijet, Leute. So einfach ist das nicht. Du hast vorher nichts von den anderen Welten gewusst, oder? Weil die Welten voneinander getrennt waren. Unüberwindbare Mauern trennten sie. Die Herzlosen haben diese Mauern zerstört, aber mit den Welten kehren auch die Mauern zurück. Was bedeutet, dass auch Gummijets nichts nützen? Heißt das, dass wir uns nie mehr... We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. What's that supposed to mean? Sora! Hurry! Come and close the keyhole! Sora, good luck. Mm-hmm.
Tja, das wäre also nun geschafft. Damit kann jetzt die Dunkelheit jetzt nicht mehr in diese Welt gelangen oder sich irgendwo ausbreiten. Danke, Sora. Ich glaube, die Dunkelheit wird schwächer. Aber ich fühle es. Irgendwo braut sich mächtige Dunkelheit zusammen. Es ist das Herz der Dunkelheit, dort, wohin Anzim gegangen ist. Dann nehmen wir den Gummijet. Knöpfen wir uns Anzim und die Herzlosen vor. Wahr gesprochen, Meister des Schlüsselschwertes. Wir schenken dir diese Kraft, um dich zu unterstützen. Ja, die Kraft der Hitze erhalten. Feuerer hat sich zu Folger weiterentwickelt. Sora, dein Mut kann uns unsere Welten zurückbringen. Wenn die Dunkelheit gewichen ist, wird alles wieder so wie früher sein. Wird Kairi wieder auf der Insel sein? Ganz bestimmt, und du ebenfalls. Ich gehe erst nach Hause, wenn ich Riku und den König gefunden habe. Ja, das ist ja nicht meine Ansage. Ja, unsere Aufgabe ist natürlich noch nicht beendet. Wir müssen immer noch Riku und den König finden. Ja, aber das... naja. Ob das so einfach ist? Na gut, wir müssen aber erst noch mal hier kurz noch woanders hin. Ich habe nämlich erst vor, noch die Bibliothek hier zu besuchen. Mal wieder, denn da möchte ich mir nämlich auch noch ein paar Sachen holen, die ich unbedingt gebrauchen könnte. Okay, wo bin ich jetzt hier? Ah, hier unten. Ja, springen wir einfach erstmal hier weiter in die Tiefe hinein. Wird schon schief gehen, nicht wahr? Okay, und dann sind wir ja tatsächlich sogar schon hier. Wunderbar. Alles klar. Ja, nochmal extra durch den Liftschacht gehen. Wäre jetzt eigentlich nicht nötig gewesen, aber was soll's. Alles klar. Okay. Bibliothek ist ja hier vorne gleich rechts. Dann wollen wir doch mal da reingehen. Und dann müsste ich ja nochmal mit jemandem reden, der sich jetzt da aufhält. Oh Mann. So wie die Regale jetzt hier verschoben sind, ist das ja schon bald ein halbes Labyrinth hier. Ach, da ist sie auch schon. Hallo, Aerith. Sora, lies das mal. Was soll ich lesen? Das ist der Rest von Anzims Bericht. Malefiz muss ihn gesammelt haben. Okay, wir erhalten Anzim-Bericht Nummer 2, Anzim-Bericht Nummer 4, Anzim-Bericht Nummer 6, Anzim-Bericht Nummer 10. Müsste nicht eigentlich noch der 8. kommen? Ich meine, habe ich mich jetzt ja irgendwo hier vertan oder so? 2, 3, 4... 5, 6, 7, 9, 10. Nummer 8 fehlt. Der Bericht Nummer 8 fehlt. Aber na gut, ich weiß ja, wo ich den herkriege. Und dann gibt es ja auch sogar noch weitere Berichte, die ich einsammeln kann. Und die jetzt sogar auch nur exklusiv für die Final Mix Edition ja hier noch zusätzlich verfasst wurden. Also auch für die damalige PS2-Fassung von der Final Mix Edition. Und natürlich auch dieser hier. Sind neue Berichte hinzugekommen, die wir ja auch noch sammeln können. Aber na gut, das ist erstmal so eine Nebensache. Die holen wir uns noch später alle. Wir müssen nochmal mit Aerith reden. Anze verschwand, als diese Welt der Dunkelheit zum Opfer fiel. Er soll umgekommen sein, als er das Volk gegen die Herzlosen verteidigte. Aber Anzim war derjenige, der sie herbrachte. Ja. Anzim wartet in der Dunkelheit. Aber hier ist ein kleines Licht, um dich zu beschützen, Sora. Die Kraft der Heilung erhalten. Vitra hat sich zu Vikra weiterentwickelt. Und hast du noch was zu erzählen? Lies diesen Bericht, dann verstehst du Anzims Absichten. Ja. Ich glaube, die Welten können wiederhergestellt werden. Sie existieren noch. Ja, das haben eigentlich schon andere gesagt und ich würde mal sagen, wir können ihnen glauben. Wenn Anzim besiegt ist und die Herzlosen endgültig von diesen Welten vertrieben wurden, dann werden sich die Welten wiederherstellen. So wurde es zumindest gesagt. Gut, hier in Hollowbastion haben wir dann erstmal weiter nichts zu tun. Okay, und weiter geht's. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Aber dieses Mal soll es wirklich gefährlich sein. Gefahr? Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Okay, war zwar vielleicht nicht gut, aber hat irgendwie ein bisschen gepasst, muss ich sagen. Immerhin passt es ja zum Thema, würde ich sagen. Ja, und wer mir jetzt sagen kann, aus welchem Film das stammt, der kriegt von mir einen Keks. Alles klar, okay, ich wollte jetzt erstmal hier nach Traverse zurück. Und ja. Was will ich erstmal erledigen? Genau, ich könnte ja bei Merlins Zimmer landen. Genau, das mache ich mal.
Alles klar, dann werde ich auch mal mit dem alten Zauberer hier mal reden. Ansprechen, ja, was willst du? Ja, in die Höhle will ich mal kurz. Ich weiß zwar nicht wieso, aber aus irgendeinem Grund ist ja Merlins Hütte hier, Haus hier mit diesem Abwasserkanal verbunden. Alles klar, und dann kommen wir erstmal hier raus in die Hintergasse. Und dann wollen wir hier lang zum Haus der Welpen hin. Aber vorher seid ihr noch erstmal an der Reihe. Und weiter geht's. Haus der Welpen und... ja. Ziemlich volles Haus der Welpen, würde ich mal sagen. Ja, überall, wo man hier hinläuft, überall Dalmatiner-Welpen. Ja, ganze 99 Stück plus natürlich die zwei Eltern. Wobei eigentlich ja nur 15 von ihnen ja eigentlich ja die richtigen Kinder von den beiden sind und der Rest hier eben halt adoptiert wurde. Aber trotzdem fällt mir ja schon auf, dass hier alle ja die Halsbänder tragen, obwohl ja eigentlich ja die anderen 84 waren das ja, glaube ich, genau 84 sind es ja gewesen, also die, die jetzt nicht zu der richtigen Familie gehören, aber adoptiert wurden, hatten ja eigentlich ja im Film damals keine Halsbänder, soweit ich weiß. Naja, wie auch immer. Dann wollen wir uns doch jetzt mal hier unsere Belohnung abholen. Dafür, dass wir jetzt nun alle endlich gerettet haben. Ja, ist ja gut. Boah, Mann. Das sind so viele. Ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, wie viel das jedes Mal kostet, die alle durchzufüttern. Ach du Heiliger. Naja, aber Hauptsache, sie sind alle glücklich und wieder vereint. Alles klar, dann wollen wir doch mal sehen. Ein Geschenk von Pongo und Perdi. Ori Halcon erhalten. Ultima Gummi erhalten. Zora Tech Boost erhalten. Und die Kraft der Lüfte erhalten. Aurora hat sich zu Aeroga weiterentwickelt. Und wir haben sogar die Gummikollektion erhalten. Oh ja, die Gummikollektion. Jetzt sind wir sogar in der Lage, jedes x-beliebige Gummischiffmodell zu bauen. Oder sogar natürlich auch ganz eigene Kreationen. Egal wie stark die jetzt werden würden. Also man kann sie bauen. Anfangs gab es ja immer noch gewisse Einschränkungen, was für Art von Schiffe man mehr bauen konnte. Nicht nur wegen der Bauteile, sondern auch wegen dem Computer, der eigentlich ja mit dem Gummischiffbau verbunden ist, also einem Bordcomputer war ja da immer noch dazu, der eigentlich immer nur eine begrenzte Menge an Steinen erlaubte. Natürlich, was auch die Bewaffnung anging, aber jetzt inzwischen ist es ja so, dass wir jedes x-beliebige Schiff bauen können, egal wie groß es wird, egal wie viele Waffen es hat. Wir können es bauen. Sind jetzt alle weg und aua! Lass das sein! Boah, das war eben gerade knapp. Bin ich jetzt hier so ein bisschen elegant ausgewichen hier gerade? Okay, das war's. Okay, was ist das? Ich schätze mal, wir haben jetzt alle erwischt. Fehlen jetzt eigentlich nur noch die, die jetzt hier noch auftauchen. Genau diese, meinte ich. Boah, cool. Alle drei erwischt. Sauber. Muss man echt mal sagen, also Centiful hat's drauf. Ich
Jedenfalls muss ich mir jetzt keine Sorgen mehr machen, dass meine Angriffe nicht mehr genug Schaden machen, denn das ist jetzt nämlich nicht mehr so der Fall, denn jetzt haben wir hier ordentlich Schaden drauf. Und ich könnte diesen sogar noch mal ein bisschen verstärken, indem ich noch was anderes ausrüste. Und zwar werde ich die Zierradkralle ablegen und das Omega dort anlegen. Habe ich jetzt hier total vergessen, dass ich das noch machen muss, damit Zora etwas stärker wird. Okay, damit sind wir erstmal hier eine Weile fertig. Gehe ich noch mal kurz nach Traverse Mitte und werde mal sehen, ob ich noch irgendwas schmieden kann. Wollen wir doch mal schauen. Ja, schmieden wir. Was haben wir hier noch? Also gut. Den EXP-Ohrring kann ich ja leider immer noch nicht machen, weil mir da ein paar Sachen fehlen. Ja, Wuttropfen, Achatropfen, Mithriltropfen und Freudenstein. Ja, den Freudenstein werde ich eigentlich ja so schnell jetzt noch nicht herkriegen können. Dafür fehlen mir ja noch so einige Sachen, um das hinzubekommen. Zumindest ein mächtigeren Stoppzauber wäre ja nicht verkehrt. Okay, hier könnte ich den Meisterring machen, wenn ich Wuttropfen auftreiben würde. Und wo ich ja welche herkriege, das weiß ich ja zum Glück schon. Ahaha. Gut, und hier fehlen Achatsplitter und Achatropfen, um die Kriegerkette herzustellen. Naja, Achatropfen kriege ich ja hier in Traverse Nord, diese Anthropinschützen, aber, oh Mann, ich habe echt keinen Bock auf die. So, hier kann ich sogar noch was herstellen, also Schutzengel und, oder Elixiere. Also ich sehe jetzt ja gerade, ich brauche für beide Achatniten und ich habe nur einen dabei. Und hier brauche ich Luzidsteine. Dann könnte ich die Kadia-Wache herstellen. Und hier fehlt noch Freudentau. Und hier brauche ich Donnersplitter, um einen Dalfgan-Ring herzustellen. Hier brauche ich noch drei Pyrotropfen und drei Luzidsplitter. Dann könnte ich Kristallmitra herstellen. Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Also Luzidkristalle kriege ich ja fast überall her, weil sie ja von den Schattenquasaren gedroppt werden. Und Pyrotropfen, dafür müsste ich nochmal nach Halloweentown reisen. Okay, ich nehme den Schutzengel. Der ist mir da doch ein bisschen wichtiger, damit ich Soras Statuswerte weiter steigern kann. Okay, Abwehrkraft ist gestiegen. Okay, und wir sind dann hier, würde ich mal sagen, fertig. Oh, jetzt ist allerdings mal die Frage, was mache ich als nächstes? Mache ich jetzt den Arena-Kampf oder werde ich jetzt als nächstes doch lieber schon die letzte Welt erforschen? Ich glaube, ich mache die letzte Welt, weil da kann ich nämlich auch noch einige wertvolle Sachen herholen. Und ich rede mal kurz mit Geppetto. Okay, er hat kein neues Modell für mich, das ist schade, aber na gut. Ja, okay, viel Zeit für den Part habe ich jetzt zwar leider nicht mehr, aber ich denke mal, ein paar Minuten länger kann ich ja machen, um wenigstens die letzte Welt zu erreichen, oder? Bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Ach, ich probiere es einfach mal. Oder zumindest werde ich erstmal hier Hollow Bastion nochmal kurz anfliegen, weil ich ja von dort aus ja abfliegen muss. Na schön, dann wollen wir nochmal sehen. Hollow Bastion, erstmal hinwarpen. Ja, alles klar. Und dann kann ich ja von dort aus ja auch auf die Weltkarte gehen. Ja, schön. Aber das mit dem Abfliegen, ich glaube, das lasse ich doch lieber erstmal sein. Das mache ich erst im nächsten Part. Freunde, ich bedanke mich mal wieder hier fürs Zuschauen. Im nächsten Part reisen wir dann zur letzten Welt hier hin, die momentan ja noch unbekannt ist. Aber sobald wir ankommen, werden wir ja wissen, wie sie heißt. Also dann, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss!